Herzlich willkommen zum diesjährigen verrückten Seifenkistenrennen. Wir suchen heute den schnellsten Seifenkistenfahrer bzw. die schnellste Seifenkistenfahrerin und außerdem das originellste Fahrzeug. Dazu haben wir hier unsere Jury. Herzlich willkommen. Jetzt gehen wir mal rüber an den Start, um uns dort gemeinsam die Strecke anzuschauen. Hoffentlich fährt unser Bus auch sicher und schnell ins Ziel. Ja, Papa, du musst das vielleicht nochmal befestigen. Nicht, dass uns alles während der Fahrt abfällt. Vor allem bei der Sprungschanze geht oft etwas kaputt. Es geht los. Wo ist denn der Start? Der ist ganz da vorne. Ich stehe jetzt hier oben, wo die Seifenkisten starten werden. Hallo Tim, vielleicht erklärst du uns schnell die Strecke. Ja, gerne. Die Fahrer müssen zunächst diesen Hügel herunterfahren, dann unten über die Schanze springen und dann auf der Geraden direkt ins Ziel fahren. Der Hügel ist ganz schön steil, da nimmt man sicher ordentlich Geschwindigkeit auf. Die braucht man auch, damit man nach der Schanze noch genug Schwung bis ins Ziel hat. Dann sind wir gespannt auf unsere Fahrer und deren verrückte Fahrzeuge. Und ich bitte das erste Team zum Start. Mit der Startnummer 1, Team Krankenhaus. Ihr seid ja mit einem richtigen Krankenbett unterwegs. Das ist eine geniale Idee. Der Verband ist aber hoffentlich nur eine Attrappe. Ja, der gibt's auch. Ja, dann hoffen wir, dass das auch so bleibt und ihr nicht noch einen echten Gips bekommt. Danke. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein. Sie sind an der Schanze hängen geblieben. Jetzt heißt es schieben. Ja. Die Zeit war natürlich nicht optimal. Jetzt die Kreativwertung bitte. Und es geht weiter mit Startnummer 2. Team Wolki und Co. Ihr habt euch ja ganz schön viel Mühe mit Basteln gegeben. Habt ihr das alles selbst gemacht? Ja. Das ist toll. Ihr wollt also wie auf Wolken ins Ziel schweben. Wir sind gespannt. Und los! Prima! Und die Kreativwertung. Jetzt kommt das Team Schulbus. Heute ist Herr Pauli mal kein Grundschullehrer, sondern Busfahrer und der hat auch noch Verstärkung dabei. Ja, meine Kolleginnen werden mir hoffentlich genug Schwung geben, damit ich schnell ins Ziel komme. Ja, dann mal los. Oh, der Bus dreht sich. Ui, das war knapp. Zum Glück fahren Sie nicht in Wirklichkeit einen Schulbus, Herr Pauli. Als nächstes startet Nummer 4, das Prinzessinnen-Team mit einer Kutsche. Und wie das bei einer Kutsche so ist, ist sogar noch ein Pferd dabei. Hallo. Hallo. Und sitzt da etwa sogar noch eine Prinzessin in der Kutsche? Ja. Ja, tatsächlich. Gute Fahrt. Papa, wann sind wir denn dran? Noch 3 Teams, dann kommen wir dran. Ich bin ja so aufgeregt. Herr Pauli hat ja auch einen Bus gefahren und der fuhr nicht so gut. Unserer ist viel besser. Du wirst sehen, ich habe extra schnelle Reifen montiert. Ah, jetzt ist Martin dran. Komm, das müssen wir uns schnell ansehen. Und nun startet das Team Polizei. Sie sind ja tatsächlich ein echter Polizist. Ja, das bin ich, mit Leib und Seele. Ein Seifenkisten-Polizeiauto passt deshalb einfach am besten zu mir. Viel Erfolg! Oh, Overbeck fährt in die Absperrung! Und das Rennen ist hier für ihn zu Ende. Jetzt macht sich das Team Schwanstart klar. Das sieht ja sehr bequem aus bei dir. Das ist es auch. Ich habe extra gepolsterte Sitze. Ich muss es ja schließlich bequem haben. Sehr schön.
und los. Hey, der Schwan ist an der Schanze hängen geblieben. Zum Glück habe ich die Kissen. Als nächstes sehen Sie Team Hinterwäldler mit einem richtigen Retrobus. Oh, da muss ich ja erstmal noch reinkommen. Gertrud, warum hast du denn den Eingang so klein gemacht? Du warst auch schon mal schlanker, Gustav. Ah, so, und jetzt den Helm nicht vergessen und dann kann's ja losgehen. Gertrud, jetzt schieb mal, was du kannst. Oh je, der Bus ist auf der Strecke liegen geblieben. Aber Herr Hinterwäldler fährt weiter und er schafft es bis ins Ziel. Jetzt kommt das Drachenteam. Euer Fahrzeug sieht ja auf jeden Fall schon mal richtig schnell aus. Oh je, sieht das steil aus von hier oben. Das schaffst du schon. Du fliegst einfach mit dem Drachen über die Schanze. Ihr könnt ja gut reden, ihr müsst ja nicht runterfahren. Das war eine schnelle Zeit. Prima. Und zum Schluss startet das Team Hauser mit einem Stadtbus. Auf die Plätze, fertig, los! Wow! Halte dich gut fest, Lena. Ah, ist das schnell. Wow, das war eine schnelle Zeit. Zum Glück haben uns die Strohballen aufgehalten. Das war richtig schnell. Die beste Kreativwertung hatten Team Wolki und Co. und das Team Prinzessinnen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ihr bekommt diesen Pokal. Und die schnellste Zeit hatte das Team Hauser. Herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen, ihr hattet alle viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.